oberhalb des Ortes Neckarsteinach im südlichsten Punkt Hessens gelegen, erheben sich vier stolze Burgen. Sie alle wurden im 12. und 13. Jahrhundert erbaut. Schadeck oder auch Schwalbennest ist die wohl jüngste der vier Burgen. Von ihr stammt der Name des Geschlechts Landschad von Steinach. Die Vorderburg ist die älteste der vier Burgen. Im 14. Jahrhundert wurde sie in zwei Hälften geteilt, bevor später der größte Teil von ihr dann zerfiel. Die Mittelburg wurde wohl gegen 1200 errichtet und während des 14. Jahrhunderts wurde auch diese Burg geteilt. 1551 ging die Burg an die Familie der Landschads von Steinach über, welche sie im Renaissance-Stil ausbauten. Die Anfang des 13. Jahrhunderts erbaute Hinterburg wurde im 15. Jahrhundert weiter ausgebaut. Kurz danach ging auch sie an die Landschad von Steinach über, bevor sie im Dreißigjährigen Krieg zerstört wurde. Diese große Anzahl von vier Burgen und der feste Dielsberg auf der anderen Seite des Neckars machen diesen Ort zu etwas Besonderem für alle Burgenliebhaber.